So, liebe Freunde, weiter geht's. Wir werden da über den Bus jumpen und mit der Ellie schauen, dass wir zu dieser großen Brücke kommen, die man da vorne sieht. Da sieht man es wunderschön. Sehr schön, sehr schön. Den haben wir ja auch wunderschön erwischt. Ellie Zur ist bei Brücke uns. ist es noch weit. Wir schaffen das. Komm, wir schaffen das. So. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. Oh So ja. sehen die meisten Zonen aus. Sehr gut. Der Leute, Orden das wird schon vor brauchen wir langer Zeit alles. verlassen. Ärgert euch nicht. Oh, schau. Dann können wir auch unsere Waffen und Gebt alles so uns schön Lebensmittel. aufmotzen und herrichten. Wir haben Joy Hill an das übelste Gesindel verloren, das jene Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Oh, Granatwerfer. Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Jeremy und Pam, vielleicht finden wir die ja. Ist sonst nichts. Ah, das ist auch so, wie die sich verwandeln, ne? Die Gigante. Da geht's dann durch. Da schauen wir trotzdem auch noch her. Wäre jetzt aber interessant, ob das aufgeht. Schade. Um Ellie. Korrupte Schweine! Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Wir haben die ganze Nacht Eindringlinge gejagt. Oh ja, da hast du mitgemacht. Hab davon gehört. Ja, das eine Mädel wollte einfach nicht aufgeben. Die hatte echt verdammt viel Energie. Es hat ein paar Minuten gedauert, die anderen zu erledigen und 5 Stunden, um sie zu erwischen. Mann, manchmal muss man sich's echt verdienen. Ja, vielleicht. Wir wollten gerade aufgeben, als sie angefangen hat zu schießen. Dämlich. Sie hätte entkommen können. 2 haben sie beschäftigt, ich habe mein Gewehr geschnappt und sie ins Visier genommen. Bang! Das war's. Mist. Du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Nein, niemals. Die Göre, die hätte uns im Schlaf getötet. Der geht da rauf. Da ist doch ganz oben, die sind da. Was sieht uns der? Das würde mich interessieren. Hier ist nichts.
Menschen! Bleib cool, Mann! Verdammt nochmal! Ja, dann müsste da irgendwo noch sein, Leute. Auf meiner Seite ist nicht. Da drüben. Auch nicht. Zwei, okay. Ist der da drüben? Hier ist er nicht. Was zum Teufel? Hier ist nichts. Was zum Teufel? Da hinten ist, glaube ich, einer hingegangen, ne? Ist er da? Er ist nicht hier drüben. Na, schau noch mal her. Gib mir Deckung. Ich hab ihn. Dafür wirst du bezahlen. Also? Autsch. Bist du deppert. Haben wir es gut erwischt? Ich hab aber auch. Das war's, schnappt ihn euch! Ups. Außer, 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 außer. Hey, du Schisser! Dort links! Ach. Das war blöd. Pass auf, dann machen wir das aber anders. Dann werden wir uns da mal vorbereiten, ne? Das ist noch ein dass da noch irgendjemand noch. Ah, da. Was war da Schönes? Oh. Sechs Schuss, das glaube ich, können wir gar nicht alles nehmen. Ne? Das heißt, da sparen wir uns das lieber. Ne? Müssen wir uns merken, Leute. Das da
noch da was herumliegt. Voll. Das brauchen wir alles. Oh. Leute, das werden wir dann verwenden. Haben gesehen? Was auch immer. Really? Was da? Ja, ich hab's gehört. Was zum... Ich hab was gehört. Hey, sei vorsichtig, okay? Oh, Scheiße! Hier ist er nicht, Mann. Ausschwärmen! Schnappen! Bei der Tür! Na, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Komm, Elli. Da ist keine Flasche mehr, aber da ist eine. Dort rechts! Verdammt! Komm raus, du Memme! Was zur Hölle war das? Er ist hier drüben, beim Zaun! Ja? Na, endlich einmal. Er darf nicht entkommen, verdammt!
Ablenken. Er ist nicht hier drüben. No. Was auch immer das jetzt war. Gib mir Deckung, ich geh ran! Na geh, Leute. Der hat mich gut erwischt. Oder ich habe mich besonders blöd angestellt, so könnte man es auch sagen. Jetzt sind wir wieder da. Ei. Hört aber gut was aus. Sand ist erst, sag mal. Joe, da! Dankeschön. Da haben wir dann nur zum Looten, Leute. Ist nicht, die Munde ist weg. Ah, da, Gott sei Dank. So. Ja, auf Entfernung ist sie halt unnötig, ne? Voll. Das heißt, wenn wir voll sind, Leute, stellen wir uns da jetzt ein Medikit her. Dann können wir nämlich das auch wieder aufheben. Und wir werden das Spiel einmal speichern. Zack, auswählen. Haben wir das jetzt da? Okay, ja, ja. Beide nur mehr einen Schuss. Gut. Wir haben nichts zum Schmeißen, na gut. Ihr könnt natürlich auch mit Gewehr schießen, aber.
Voll. Gut, dann werden wir jetzt natürlich mit dem machen. Komm, Elle. Ja, das ist ja ganz besonders leise, ne? So. Verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Okay. Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Das waren ein paar Leute, aber das mit ein paar Hindernissen, aber ja. So schlimm, so schlecht war es jetzt nicht. Man muss es ja ein bisschen schön reden, ne? So. Mann, so viele Bücher. Hm. Hätte ich doch bloß mehr Platz im Rucksack. Die Idioten haben sicher nicht in alles hineingeschaut. Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Bin gespannt, wann wir das Buch geben. Also das Heftal, was wir gefunden haben. Oh, da gibt's. Man würde meinen, es gibt viel zu looten, nur leider gibt's nicht viel zu looten. Ich werde mir aber trotzdem jetzt, weil wir ja eh genug haben. Na, da schauen wir noch durch. Da okay, haben wir ja noch nichts gefunden dabei. Ui, Witz kommt wieder. Das ist für den Morris. Fragt ein Pferd in einem Blumenladen, haben Sie auch mal geritten? Toll. Verstehe. Wie nennt man einen Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann, jetzt habe ich Hunger. Geh nie tief ins Wasser. Da tief. Kapierst du den? Seht's, da sind wieder die Tabletten drin. Sehr gut. Jetzt bin ich clean. Okay, den kannte ich noch gar nicht. Okay, ausgewickelt. Und sehr gut. Haben wir da Schönes? Befreit keine Überlebenden überrannt. Na, fein. Nächste Map, die wir gefunden haben. Schere, sehr gut. Oh, sehr gut. Das heißt, wir können uns da das jetzt zack. Jetzt haben wir uns das aufgemotzt. Wir werden uns das alles ganz genauestens umschauen, liebe Freunde. Wir hätten natürlich hart, was auch immer der schon wieder wollte. Sehr schön, danke sehr. Das ist immer gut. Einen Riegel, sehr gut. Ein bisschen mehr Leben. Sonst nix. Und unten gibt es auch noch jede Menge zu looten.
Das sind wir soweit im Prinzip. Und da machen wir. Da passt noch eine Patrone rein. Na, 5 haben wir genau, Max. Was wir kriegen. Querleg da, aber keine Mone. Ich liebe es. Tauschen brauchen wir nicht. Ich weiß, es blinkt eh, wenn man es von der weiten Sicht. Ich möchte nur das trotzdem alles genau anschauen, Leute. Auch wenn da vielleicht ein bisschen was blinkt, kann uns trotzdem das genau an. Wir sind sogar voll jetzt mit der Schautbild. 15 Schuss haben wir. Also der hat auch quer. Sehr schön, fürs Gewehr ist es sehr, sehr gut. Ha. Das ist das Schicksal aller Verräter. Auf die Unterstützung von Verrätern steht die Todesstrafe. Das Pittsburgh-Bataillon ist zu ihrer Sicherheit hier. Wir arbeiten daran, die Sicherheit in der Quarantänezone wiederherzustellen. Es klappt, wird selig. Wir checken das alles. Wer was gehabt? Na? Seht ihr da die von der Schere die Teile am Stangl mit Exo-Bandel drauf? Na gut, deswegen halt jetzt nur für Anschlag, ne? Oh, Gewehrmone, dankeschön. Haben wir da auch wieder ein bisschen was? Voll, voll. Ah, Mone. Gibt es echt einmal Mone so viel? Das ist ja unglaublich. Was wurde hier gemacht? Sie nannten es Abfertigung. Hier entschied sich, wer rein durfte und wer nicht. Manchmal ließen sie nicht alle aus einer Familie durch. Was passierte dann? Was glaubst du? Denn? Also immer da ständig mir am Desktop hat, aber der Escape kommt davon, Sir. Fragt's mir nicht, ich weiß es nicht. Irgendwas blöd auch nicht. Es werden mehr sterben, wenn wir kein Essen kriegen. Ah, siehst du. Steht eh, aber ich kann es nicht aufmachen. Ah, jetzt. Sehr gut, jetzt haben wir alles. Ist teilweise noch ein bisschen... Clipping-Partie. Da waren wir. Da liegt ja Pfeile. Wie viele Pfeile kann man überhaupt haben? 8 haben wir jetzt schon. Reißt mir jedes Mal mit den Flaschen am Boden. Sehr gut. Nix, normalerweise spiegelt sie, da ist leider nix, leider nix. Oh. Haben wir da Schönes, da juckt mich das Auge.
Gleich ein paar. Sehr gut, danke schön. Da kann man auch keine Lade aufmachen, gell? Na, leider nix. Da auch nix. Ups. Da kann man ja aufmachen. Sehr gut. Nixer. Und Muni. Für die Pistole. Und ein Zettel. Das schauen wir uns natürlich gleich an. Oberst McKenzie, Atlanta QC. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle. Captain Mastos. Na gut. Noch geht's wohl. Kennt ihr Captain Mastos? Das tauschen wir natürlich nicht, weil unseres haben wir ja schon aufgemotzt. Wie wird's gewesen sein, Leute? Wunderschön, da haben wir uns alles angeschaut. Oder? Oben ist ja nirgends weitergegangen, oder? Habe ich, irre ich mich da. Da geht's ja auch nicht hinauf. Geht's ja nur außen hinauf. Da ist nur das. Hinten geht's da hinaus. Aufzug, der natürlich nicht mehr geht. Wer schnauft? Da geht's hinauf. Aber da oben war es dann, ne? Da geht's nirgends mehr hinaus sonst. Da hinten aber, da waren wir drin, da ist das mir noch. Oh, da geht's raus. Und auch. Da wird's auch weitergehen. Nehme ich jetzt einmal an. Wunderschön. Kumele. Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten... Ihr habt es, glaube ich, gelesen, oder? Ich glaube schon. Mal sehen, wo sie hinführt. Pass gut auf, wenn du sprengst. Auf jetzt hin, liebe Leute. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, was da vorne auf uns wartet. Ich bin genauso gespannt wie ihr, weil ich weiß es selber nicht. Ich sage danke fürs Dabeisein. Würde mich freuen, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst es, morgen um die gleiche Zeit. Bis dahin, schaut's auf euch. Tschüssi und Baba.